Moin, und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Scrap Mechanic und einer weiteren Folge Scrapset, der Show mit dem Lift, in der ich eure Kreativität anbiete. Und an der Stelle gleich mal eine wichtige Information zu Scrapset. Und zwar wird es jetzt am Wochenenden immer zwei Folgen Scrapset geben, einmal Samstag und einmal Sonntag. Das liegt einfach daran, dass ich so viele Einsendungen bekomme, dass ich einfach sonst nicht alles schaffen würde. Es würde immer so viel hinten runterfallen, was ich einfach nicht zeigen kann, weil einfach viel zu wenige Scrapset-Folgen kommen. Und weil auch schon darum gebeten wurde, dass ich doch mal mehr Scrapset zeige, mache ich das jetzt auch. Also jetzt immer Samstag Vormittag und Sonntag Vormittag eine Folge Scrapset. Und ich würde sagen, wir steigen jetzt direkt ein in diese Folge, in diese neue Folge Scrapset mit etwas Coolem. Und zwar wurde mir ja schon immer mal gesagt, ich soll mal einen Panzer bauen. Ja, bau mal einen Panzer, bau mal Panzer, bau mal Panzer. Jetzt habt ihr für mich Panzer gebaut. Und zwar haben wir hier einen Bärenpanzer. Ja, von der Schmal Jus Junior war mal wieder aktiv. Die Steuerung des Panzers ist ohne den Suspension Glitch und ohne Thruster. Aha, ganz wichtig, ja. Weil der Panzer zu schwer ist, gibt es keinen Rückwärtsgang. Wenn YouTuber diese Kreation in ihren Videos vorstellen möchten, dürfen sie das tun, wenn sie mich mit dem Namen Jus Junior vorstellen. Dann bauen wir das mal. Juhu! Boah, der ist ja doch schon größer, als man das vom Bild her erwarten würde, ne? Auf Bildern wirkt ja alles immer ein bisschen kleiner. Insbesondere die Workshop-Bilder sind immer so ein bisschen, da unterschätzt man die Größe einfach. Aber das sieht schon verdammt panzermäßig aus, oder? Das sieht ziemlich cool aus, muss ich mal sagen. Ich meine, man muss natürlich dabei sagen, ne, ein Panzer im Scrap Mechanic im eigentlichen Sinn ist ja nicht möglich zu bauen, momentan zumindest noch nicht. Man kann ja diese durchlaufende Kette, die kann man ja nicht bauen. Ja, das geht ja noch nicht, leider. Vielleicht geht das mal irgendwann oder vielleicht geht es irgendwann mal, wenn der Mod-Support reinkommt. Das wird übrigens gerade mit Hochdruck umgesetzt, der Mod-Support. Der wird wahrscheinlich mit einem der kommenden Updates dann reingepatcht, sodass man die Mods über den Workshop laden kann. Das wird richtig geil. Da werden richtig coole Sachen möglich. Unter anderem auch Mod-Vorstellungen. Ja, das wird richtig geil. Da kriegt Scrap Mechanic nochmal so ein bisschen frischen Wind. Aber zurück zu diesem Panzer, zu diesem Bärenpanzer. Ich finde das schon mal wieder sehr geil. Der Jus Junior macht das immer so, der baut immer meinen Bären immer noch mit ein, bei den Erfindungen. Das ist sehr cool. Wobei, hier fahren die Bären Panzer, kann man eigentlich jetzt sagen, ne? Normalerweise fährt mein Bär ja eigentlich keinen Panzer, aber hier in dem Fall fährt mein Bär Panzer. Das ist eigentlich auch mal ziemlich witzig. So, jetzt ist die Frage, die erste Frage, die ich jetzt habe, ist, wie komme ich da eigentlich rein? Ich versuche mal hier so hoch zu hüpfen. Ah, okay, hier ist quasi der Fahrersitz. Zum Steuern vom Panzer. Ich will noch mal gerade gucken, kann der Bär eigentlich noch irgendwas? Hallo. Hallo. Sehr schön. So, jetzt steige ich mal ein. Und ich würde sagen, ich zoome mal ein bisschen raus, dass wir das auch schön sehen können. Ich finde die Lampen sehr geil. Ah, ich lenke gerade nach links. Und der Panzer, das ist wie beim richtigen Panzer. Guck mal, wenn ich jetzt, stopp. Wenn ich jetzt W, also ich habe jetzt gerade W gedrückt, da fährt er nach vorne. Wenn ich jetzt S drücke, dann dreht er sich fast auf der Stelle. Also es ist nicht ganz, er macht eine leichte Kurve dabei. Aber es ist fast wie beim echten Panzer, er fährt fast, also er dreht fast auf der Stelle. Das ist sehr geil. So, wenn ich jetzt nach vorne W drücke, dann rastet die Geschwindigkeit ein. Wenn ich jetzt W loslasse, ja, dann bleibt die Geschwindigkeit erhalten. Und dann kann ich bremsen. Das ist, beim echten Panzer ist es glaube ich auch so. Ich glaube, ein echter Panzer, hat ein echter Panzer eine Gangschaltung? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sehr cool. Ich kann auch rückwärts fahren, denke ich mal, oder? Ne, einen Rückwärtsgang gibt es nicht, interessanterweise. Kann das sein, dass das dann nicht mit einem Motor funktioniert, sondern mit Suspensions? Ne, nicht wie heißt es denn? Mit Controllern. Das klingt fast so, ne? Muss mir das dann nochmal gleich genauer angucken, wie das ganze Ding funktioniert. Mal wenden. Nicht, dass ich hier gegen eine Levelgrenze fahre oder so. Fahren wir nochmal da lang. Ich kann auch so wenden. Ja, lenken kann ich auch. Oh, das steuert sich echt wie ein Panzer. Das muss man mal sagen. Hat auch so das Gewichtsgefühl wie ein Panzer. Ne? Also es fühlt sich schwer an. Natürlich besteht er auch aus Metallblöcken überwiegend. So, dann steige ich mal kurz wieder aus. Jetzt würde mich eine Sache noch interessieren. Huch. Ah! Er fährt ohne mich los. Stopp. Anhalten. Jetzt würde mich eine Sache noch interessieren. Gibt es denn die Möglichkeit, das Geschütz zu bedienen? Nee, ne? Das ist ja hier nur der Fahrersitz, aber ein Gunner sitzt, da sitzt ja hier mein Spielbär dran, ne?
Den gibt es nicht. Aber ich muss sagen, Steuerung ist sehr cool, wenn man mal bedenkt, dass da kein Suspension-Glitch am Start ist. Jetzt will ich nochmal gerade gucken. Wie hat er das jetzt gemacht? Moment. Also der Sitz ist verbunden mit einem, doch mit einem Motor. Aber wie hat er denn das gemacht, dass der nur mit einem W-Tab gleich auf maximale Leistung geht? Das ist schon ein Motor da unten. Das ist kein Controller. Aber guckt mal, da hängen doch noch. Irgendwas hängt hier an Controllern. Das hier hängt an Controllern. Kann das sein, dass das. Der wird aber irgendwie nicht ausgelöst. Guckt mal. Und was ist da oben? Wartet mal. Guckt mal, der ist auch ein Controller. Der müsste eigentlich doch auch auslösen, oder nicht? Kann das sein, dass das noch nicht so richtig fertig ist? Oder dass hier was verändert wurde, was noch nicht verbunden ist? Ich mach mal spaßenshalber jetzt, ich probiere das mal aus, ne? Ich probiere jetzt mal spaßenshalber hier mal Knöpfe anzubringen. Einfach nur mal so, um zu gucken. Und dann verbinde ich mal hier die Controller. Dann drücken wir mal das Knöpfchen. Ah, okay, da passiert nichts. Und wenn ich den hier verbinde. Da ist auch ein Controller, der überhaupt nicht verbunden ist. Ist auch interessant. Da passiert irgendwie auch nichts. Okay. Also ich kann auf den Controller zugreifen. Aha. Also der macht schon was, der Controller. Aber irgendwie. Vielleicht in die Richtung drehen? Ah. Wenn ich den jetzt anschalte. Okay, das soll offensichtlich irgendwie eine Luke sein. Ich lösche mal die Luke weg, ganz kurz. Ich krieg das jetzt gerade nicht gefixt. Ich will mal kurz hier hinten reingucken. Aha, da haben wir die Steuerung. So, 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 so. Jetzt scheint sich hier was zu drehen. Ich fürchte, ich habe es zerstört. Ja, aber trotzdem ein sehr schöner Panzer auf jeden Fall. Ach, das ist vorne. Vorne und hinten. Okay, alles klar. Das ist nur für die. Ah, deswegen ist da kein Knopf dran. Das ist nur, damit das schräg aussieht vorne. Okay. Alles klar, hab's verstanden, hab's verstanden. Okay. Ein sehr cooler Panzer. Vielen Dank an der Schmal. Und das war nicht der einzige Panzer, den wir im Angebot haben. Nein, wir haben hier noch einen weiteren Panzer. Und zwar von New York Lego. Der Mark V Panzer aus World War I, also im Ersten Weltkrieg. Ich habe versucht, viele Details einzubauen, aber leider kann man nicht alles nachbauen, da das Spiel noch zu unausgereift ist. Ja, so würde ich es jetzt gar nicht formulieren. Ich würde jetzt sagen, einfach Panzerketten gehen halt noch nicht. Die kann man halt noch nicht umsetzen, weil, ja, es geht halt noch nicht. Ne? Es ist halt nicht implementiert, sowas, so eine Funktion, um Ketten zu machen. Fahrzeuginfo. Fahrzeug wird mit den Tasten 1 und 2 gesteuert. Um nach links zu fahren, muss die 2 gedrückt werden und umgekehrt. Um geradeaus zu fahren, müssen beide gedrückt werden. Oh, okay. Das wird eine Herausforderung. Das Einsteigen erfolgt über die hintere Klappe und um direkt in die Fahrerkabine zu kommen, muss man über die vordere Klappe einsteigen. Bevor gefahren werden kann, muss man die FPS-Stabilisatoren einfahren. Das erfolgt über das Drücken der 4. Bauzeit 24 Stunden. Ich, New York Lego, erlaube dieses Fahrzeug in Videos zu zeigen. Vor allem Spielbär. Danke sehr. New York Lego. Gucken wir uns das mal an. Die FPS-Stabilisatoren, das klingt ja schon mal so interessant. Ne? Das hat ja fast was von Star Trek, so FPS-Stabilisatoren. So, also jetzt muss ich nochmal nachlesen. Jetzt habe ich schon wieder alles vergessen. Genau, das Steuern ist klar. Also das Einsteigen erfolgt über die hintere Klappe und um direkt in die Fahrerkabine zu kommen, muss man über die vordere Klappe einsteigen. Hä, das Einsteigen erfolgt über die hintere Klappe? Ach so. Moment. Also ich kann sowohl hinten als auch vorne einsteigen. Das will mir wahrscheinlich New York Lego damit sagen, aber wo ist denn jetzt hier? Wo kann ich denn da aufmachen? Wartet mal, da muss ich mal gucken. Ach, da oben. Hier kann. Ah, okay. Alles klar. Hier ist ein Knopf. Ah, okay, hier kann ich also rein. Ah, ja, man hat auch genug Platz, sich hier drin zu bewegen. Das ist natürlich cool. Also, so ein Panzer ist ja immer ein bisschen enger, aber er hat hier gerade genug Platz gelassen, der New York Lego, dass man hier so ein bisschen hin und her kann. Und er hat hier sogar die Hebel eingebaut von dem Panzer. Hier mit die Geschützhebel und so. Das ist natürlich nice. Kann ich da durch? Da kann ich nicht hin. Kann ich das drücken? Sollte ich irgendwas drücken? Das ist so eine Frage hier, ne? Moment. Ah, okay. Hier kann ich das Geschütz bedienen. Das ist einer von den Geschütz Steuerungssitzen.
Man kann sogar, wenn man von dem Geschützsitz wieder absteigt, kann man sogar halbwegs drinnen bleiben. Man wird nicht rausgekickt. Das ist natürlich nice. Hier kann ich auch das Geschütz steuern. Das ist cool. Huch, okay, jetzt wurde ich rausgekickt. Wie mache ich das denn dann alles wieder zu? Kann ich das vom Fahrersitz aus wieder schließen? Hier soll es ja noch eine Luke geben, ne? Huch, oh Gott. Das sind die Stangen. Ah, da oben, okay. Da war die andere Luke. Das ist die vordere Luke. Oh ne, das ist die hintere Luke, genau. Ist das hier der Fahrersitz? Ja, sieht ganz danach aus. So, jetzt kann ich bestimmt die Luke zumachen, oder? Ah ja, das waren die FPS-Stabilisatoren. Jetzt kann ich hier die Luke zumachen. Okay, wir sehen schon, warum FPS-Stabilisatoren gebraucht werden. Oh! Ach, krass. Das ist ja geil. Okay, jetzt drücke ich gerade beide Tasten gleichzeitig. Jetzt fährt der Panzer vorwärts. Also so halbwegs. Er hat eine leichte Schräglage beim Fahren, aber es ist trotzdem noch cool. So, und jetzt lasse ich mal die zwei los. Jetzt steuere ich nach rechts auf der Stelle, ja, wie das bei einem Panzer sein muss. Das ist ja das Coole an einem Panzer, dass er sich auf der Stelle drehen kann. Also um die eigene Achse quasi so. Also, dass er keinen Wendekreis hat. Und in die andere Richtung, wenn ich die 1 loslasse und die 2 drücke, dann drehe ich mich genau links rum. Sehr schön. Das ist cool. Das ist sehr, sehr, sehr cool. Perfekt. Also, es ist auch eine coole Möglichkeit, einen Panzer zu bauen, tatsächlich. Ja. Es ist nur ein bisschen irritierend. Man will WASD drücken zum Vorwärtsfahren und so. Aber man muss ja beide Tasten, also die 1 und die 2 drücken, damit das geht. Ja. Jetzt geht es. Jetzt fährt er nach vorne. Mir gefällt das Design auch ziemlich gut. Ich finde nur, man könnte vielleicht noch, um das noch ein bisschen zu verbessern. Oh, wartet mal, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ich muss ja die Luke aufmachen. Jetzt komme ich ja nicht raus. Um das noch ein bisschen zu verbessern, könnte man vielleicht noch so solche Blöcke hier benutzen und solche Blöcke, also die Dreiecke und die abgerundeten, um halt diese Kanten vielleicht noch ein bisschen, ja, zu verstecken, ja. Weil das sieht jetzt so ein bisschen pixelartmäßig aus. An sich ist das auch okay. Ja, das hat so ein bisschen sowas von Minecraft. Wenn man in Minecraft so Sachen nachbaut, dann sieht das auch immer so ein bisschen blockig aus. Aber ich finde, man kann das in Scrap Mechanic immer ganz schön noch glätten, indem man halt, uch, verdammt, was habe ich jetzt gemacht? Indem man diese Blöcke halt noch setzt. Ja, dass man das halt hier, huch, so. Ich mache das jetzt einfach mal demonstrativ, ja. Vorher mache ich das einfach mal hier. Ne, exemplarisch wollte ich sagen. Genau, das ist die Farbe, ne? Genau. Und dann die Farbe. So kann man das noch ein bisschen glatt machen. Und jetzt ist natürlich, jetzt hat er hier Zementblöcke benutzt. Wenn man jetzt statt den Zementblöcken zum Beispiel diese hier benutzen würde, diese hier, ja, und die dann entsprechend hintereinander setzt, dann kann man da auch ein bisschen diese Textur, diese Drecktextur, die da mit drauf ist, die wird man dann so ein bisschen los. Ja, dann sieht das nicht aus wie aus Zement gegossen. Dann hat das schon mehr so ein bisschen was metallisch-plastisches, wie das halt bei einem Panzer auch so ist, ne? Oder man nimmt halt wie der Schmal gleich direkt Metallblöcke, aber ich vermute mal, dann wird das Ganze ziemlich schwer insgesamt. Dann ist es vielleicht wieder ein Problem mit der Steuerung. Ich will das jetzt nochmal ganz kurz auf dem Lift nehmen und mir nochmal angucken von unten. So, fahren wir das Ding mal hoch. Was haben wir denn hier? Ah, guck mal, hier haben wir Knöpfe. Das ist ja auch interessant. Wo sind denn hier die Räder? Wie steuert der sich denn, der Panzer? Wie macht er das denn? Ist ja interessant. Wartet mal. Wir machen mal Folgendes. Wir setzen mal den Lift. Wir setzen es mal nicht auf den Lift, aber wir setzen den Lift mal hier so runter und dann heben wir das mal an. Ich will nämlich mal gucken, was passiert, wenn man hier den Knopf drückt. Ah! Ah, das sind die FPS-Stabilisatoren. Okay, wissen wir da mal auch Bescheid, was das ist. Und wie fährt der dann? Ach so, guckt mal, hier sind so. Ah, das ist ja auch schlau, ne? Das sind keine Räder da unten dran. Das sind Blöcke, die sich einfach nur rotieren. Und dadurch, dass die Kante dann ja hier übersteht, wird der nach vorne geschoben, der Panzer. Das ist eigentlich auch ein ziemlich geiles Antriebskonzept, muss ich mal sagen. Wieder komplett zwei verschiedene Arten, dasselbe Objekt eigentlich zu bauen. Vielen Dank an New York Lego für diesen coolen Panzer. Und da kommen wir auch schon langsam wieder zum Ende dieser Folge, Scrap Set. Wir haben hier noch etwas ziemlich Witziges. Und zwar ist das von John Forrest, ein Murmellabyrinth. Hallo Spiel bei LP und auch andere. Dies ist mein erstes Projekt für euch. Es ist ein Murmellabyrinth. Bauzeit circa 3 Stunden.
Als erstes den Schalter auf der Treppe drücken. Die Tasten sind W, S und 1, 2. Einen der schwarz-gelben Blöcke zum Starten entfernen. Da ich leider noch nicht so viel über Scrap Mechanic weiß, habe ich es leider nicht geschafft, eine volle WASD-Steuerung einzubauen. Ich hoffe, das sowie das Bearing-Geräusch stören nicht. Weil ich schon wusste, dass das Geräusch ein bisschen lauter wird, habe ich den Ingame-Sound hier schon mal ein bisschen leiser gemacht an der Stelle. Ja, es ist schon ziemlich laut, aber ich habe es, wie gesagt, ein bisschen gedämpft. Das kann man ja ganz einfach machen in den Optionen. Anmerkung: Es gibt einen leichten und einen schweren Weg. Dieses Projekt darf von Spielbär LP vorgestellt werden. Ich möchte John Ferris genannt werden. Vielen Dank an John Ferris und dann bilden wir das mal. So, jetzt bin ich mal gespannt. Setzen wir das mal runter. Und wir schauen uns das an. Also erstmal muss ich den Knopf hier drücken, um das Ganze zu aktivieren. Ja, die ganze Deko. Und guckt mal, ist das nicht geil? Ich finde das immer super, wenn sowas eingebaut wird, ja. Wenn hier kleine Spielbärchen eingebaut werden, die quasi auf der Strecke und auf der ganzen Bahn rausgucken und winken. Das ist total super. Das ist der Hammer, ist das. Guckt mal, die haben sogar leuchtende Tatzen. Das ist der Wahnsinn. Das ist wie so ein kleiner Golfkurs. Das ist schon nice. So, um anzufangen, müssen wir hier diese schwarz-gelben Blöcke lösen und jetzt muss ich mich hier oben auf den Sitz setzen, um das Spiel zu spielen. Ich zoome mal ein bisschen ran wieder, damit wir ein bisschen mehr sehen. So, und jetzt kann ich nämlich mit den Tasten, also mit den zweien hier, kann ich das so nach links und rechts neigen. Und mit W und S kann ich so nach vorne und hinten neigen. Und es ist zwar jetzt keine Kugel, das ist mehr so ein Kreuzungsteil. Aber es ist trotzdem ziemlich tricky, das zu schaffen hier. Man muss da echt vorsichtig sein, aber man kann es auch recht gut steuern eigentlich, wenn man es jetzt so von oben sieht. Man muss halt wirklich gucken, dass man das Gefälle richtig hinkriegt und dann auch rechtzeitig stoppt. Das ist schon nicht so einfach. Es ist echt eine Challenge. Das kann man auch schön um die Wette spielen eigentlich, wenn man das nacheinander spielt. So ein bisschen. Jetzt noch ein bisschen schräg bauen. Schräg anschrägen. Ah, es hängt jetzt ganz schön hier. Der Block. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ah, nein! Ich hab's nicht geschafft. Es ist durchgerutscht. Okay, jetzt muss ich den nächsten gleich nehmen eigentlich. Den nächsten freilöschen. Huch, oh nein, da habe ich den Fall. Ich ersetze das mal hier. Nicht, dass das... Nein! Verdammt! Da ist der daneben, ist auch weggelöscht worden. Verdammt, ich habe mich gerade um meine dritte Chance beraubt selber. Okay, jetzt müssen wir aufpassen. Es lohnt offensichtlich nicht mehr so in die Richtung zu gehen. Ich muss... Es gibt einen leichten und einen schweren Weg, genau. Wenn ich jetzt es schaffe, an diesem Loch vorbei und dann da in die Mitte rein und dann so nach links, dann habe ich den leichten Weg gewählt quasi. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch mal den leichten Weg eher versuchen. Oh, Achtung, 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 nein! Das ist auch gar nicht so einfach, ey. Alleine schon dieses Loch da vorne zu überwinden, ist überhaupt nicht leicht, muss ich mal sagen. Das ist schon echt tricky. Ach nein, warum lösche ich das denn weg? Ich bin auch verrückt. Ich sehe schon, wenn ich das hier noch länger spiele, dann wird irgendwann nichts mehr übrig bleiben von diesem Kurs. Weil ich ständig nur... Oh, 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 schnell, hoch, hoch, hoch. Weil ich ständig das nur weglösche hier, alles. Das Ding ist, dieser Block muss halt erstmal so eine Initialbeschleunigung kriegen. Und dann ist es aber meist schon zu spät. Ja. Das ist gar nicht so leicht. Man muss irgendwie es schaffen, dass er ja so da am oberen Rand langläuft. Wartet mal, ich habe, glaube ich, eine Idee. Ich weiß, glaube ich, wie ich das erste Hindernis... Ich will zumindest jetzt in der Folge, wie ich zumindest das erste Hindernis überwinden, ja. Das muss sein. Also so viel Skill muss ich jetzt hier schon an den Tag legen, wenn ich hier schon sowas gebaut kriege. Ja, das muss sein. So. Ja, komm. Hat sich doch gerade bewegt. Ja, komm, los. Weiter. Komm. Roll, roll, roll. Verdammt. Verdammt. Komm schon. Ich glaube... Ja, nein. Ach, verdammt, jetzt habe ich kurz auf die Tastatur geguckt. Ganz kurz habe ich abgelenkt wieder. Achso, ich sollte vielleicht auch im Startbereich anfangen und nicht irgendwo vorne, ne? Das ist auch so eine Sache. So.
Also wir müssen es schaffen, oder ich muss es schaffen. Also es ist schon ganz schön unforgiving, muss man sagen. Also es vergibt einen überhaupt nichts. Keinen einzigen kleinen Fehler. Guck mal, jetzt alleine schon hängt das da so ein bisschen fest. Es wäre natürlich geil, wenn es in Scrap Mechanic echte Kugeln gäbe, ne? Wie ist es eigentlich, wenn ich hier jetzt ganz steil werde? Komm schon! Komm schon! Ja, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht, gar nicht schlecht. Warte mal, wenn ich jetzt so gehe. Wenn ich das jetzt so mache. Kann man hier noch weiter rüber? Nee, schade, das geht nicht. Jetzt müsste doch die Schwerkraft zu langsam wirken hier an der Stelle. Komm. Oh nein! Man kann dann immer nicht schnell genug wieder das gerade machen. Da sind leider die Rotatoren ein bisschen langsam dafür. Also ich muss sagen, das erste Hindernis könnte ruhig ein kleines bisschen leichter sein. So. Ich probiere es noch einmal. Ein letztes Mal probiere ich es jetzt noch. Komm, ein letztes Mal. Ein letztes Mal probiere ich es noch. Ein allerletztes Mal. Da gibt es doch bestimmt eine Möglichkeit. Er hat das bestimmt getestet. Da gibt es bestimmt irgendeinen ganz leichten, simplen Weg. Ich wette, mit richtigen Kugeln wäre das auch ein bisschen einfacher, weil das würde sich nicht so verhaken wie dieses Teil. Ich versuch's jetzt mal so. Mit so leichtem Hin- und Ja, das war gar nicht schlecht. Es darf gar nicht erst stehen bleiben. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Man muss versuchen, die Kugel. Ja. Oh Gott. So, und jetzt? Ich glaube, ich hab's jetzt. Ja. Oh! Gott! Jetzt komm. Ja. Nice. Oh Gott, jetzt aufpassen, ey. Jetzt bloß aufpassen. Ich hab's gleich, ey. Ho. Ja! Und jetzt? Oh, ich hab's. Ich hab's sicher. Komm. Jawohl, ich hab's geschafft. Yes. Oh, geil. Sehr schön. Das ist ein sehr schönes Erfolgserlebnis. Wenn ihr dieses Erfolgserlebnis auch haben wollt, sämtliche Links zu diesem Spiel, zu diesem Murmelspiel und auch zu den anderen Erfindungen, die ihr bei Scrap seht, befinden sich immer in der Videobeschreibung, ja. Vielen Dank an der Stelle nochmal an den John Ferris für dieses coole Murmelspiel. Und wenn ihr auch eine coole Erfindung habt, die ihr in Scrapset vorgestellt haben wollt, schreibt mir den Link zu eurem Workshop-Objekt im Kommentarbereich unter diesem Video als YouTube-PN oder per E-Mail. Die Beschreibung eures Workshop-Objektes muss enthalten eine Erlaubnis, dass ich euer Objekt auf YouTube zeigen und verwenden darf. Und wie ihr genannt werden möchtet im Video. Und dann bedanke ich mich nochmal bei allen, die etwas eingesendet haben und sage bis zur nächsten Folge Scrap Mechanic. Bis dann, ciao, ciao. Und nicht vergessen, morgen kommt noch eine Folge Scrap Set. Ciao, ciao.